back in ETV. Tag zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Balcony TV. Leider diesmal unterm Regenschirm, aber es regnet und das wollen wir weder uns, den Musikern, noch den Instrumenten antun. Vivienne, hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja. Ihr braucht Kohle, also wer nicht, aber ihr gerade für was ganz Bestimmtes. Genau, das stimmt. Wir machen gerade ein Crowdfunding, mit dem wir 10.000 Euro sammeln für unsere Albumproduktion. 10.000 Euro kostet das so bummelig? Eigentlich kostet das mehr, aber wir haben natürlich auch schon ein bisschen was zusammengespart. Und diese 10 sind echt wichtig, damit wir das professionell hinkriegen. Und wo kriegen alle, die gleich vielleicht nach dem Song Bock haben, euch Geld zu geben, wo... Wie erfahren die, wo sie es loswerden können? Entweder unter www.vivienne.com oder über Startnext. Okay, also genau. Ja, dann spielt um euer Leben und das Geld vielleicht. Leg los, viel Spaß. Spielt um das Geld. Take it, take a picture, taste it, taste it, it's so damn sweet. If it's a dream, please never wake me up. Feel it, feel it, this ain't magic. Chill out, sit back, enjoy it. Don't be afraid, it's the pure taste of love. Don't hesitate and don't you hurry, I won't disappear, don't worry. Pictures of you, my mind plays through. This is real home, this is a real home. Chase it away, hold on and wait. It's so precious, it's so smooth. The whole world is in love with you. Color me in, make me feel you. Get me used to. This is a real home.
Also wenn das ganze Album so klingt, dann lohnt es sich doch durchaus, dafür Geld zu geben. Wie viel habt ihr schon zusammen? Noch haben wir noch gar nichts. Also das Crowdfunding startet jetzt in einer Woche ungefähr. Okay. Und dann fängt das Zittern erstmal an. Ne? Wie lange habt ihr so, oder wie lange hofft ihr, dauert das? Also es geht zwischen 4 und 6 Wochen. Mhm. Und ich glaube, wir einigen uns jetzt auf 5 Wochen wahrscheinlich. Man muss ja immer ein bisschen gucken. 10.000 Euro ist ja auch echt eine Menge Geld. Ja. Aber wir schaffen das schon. Ja, sehr gut. Es gibt ja auch schon gute und erfolgreiche Beispiele von Crowdfunding. Also das Ganze das muss ja nicht irgendwie, muss ja nicht in die Hose gehen. Genau. So ganz optimistisch formuliert. Geht's nicht. Also vielen Dank für euren Besuch. Vielen Dank. Wir haben zu danken. Und bis zum nächsten Mal zu einer neuen Folge von Balcony TV. Bis dahin. Tschüss. Balcony TV.